So, dann machen wir mal weiter. Wir könnten jetzt theoretisch in die Richtung gehen und dann noch zu Ende erkunden. Aber die Wölfe da lasse ich mal in Ruhe. Eigentlich mag ich ja Wölfe. Deswegen gehen wir jetzt mal wieder zurück zum Steinkreis. Da war nämlich noch eine verschlossene Höhle, die ich gerne erkunden möchte, bevor wir hier weiter mit den anderen Aufgaben machen, also den Schatz des Wirtes und Felissen finden. Und ich könnte wieder einen Bären sammeln hier, aber nö, das lasse ich mal. Oder? Nö, ich sammle sie mal auf. Einbeeren sind immer gut. Einbeeren und Zunderschwamm und nicht vergessen, Ardu nachher Einbeersäfte zu geben. Und bei der Gelegenheit können wir mal gucken, ob Nottl, also der falsche Nottl, immer noch hier im Steinkreis steht. Nö. Tut er nicht. Gut. Dafür haben wir hier. Okay, diese Höhle können wir immer noch nicht frei machen. Schade. Vielleicht hat sie was mit Felissen zu tun. Werden wir ja sehen. So, dann müssen wir jetzt hier in die Richtung. Viel haben wir ja nicht mehr zu erkunden hier. An der alten Anliegerstelle vorbei. Jetzt dürften wir auch Ruhe haben vor plötzlich auftauchenden Kreaturen. Ja, hier rüber. Den düsteren Wald, den meiden wir lieber mal. Wir gehen einfach weiter in diese Richtung hier. Eingang zur Schatzhöhle, da müssen wir auch nicht mehr rein. Ich hätte eigentlich anders laufen können, aber hier gibt es noch Zunderschwamm und Einbeeren. Erstmal den Zunderschwamm suchen. Und dabei den Elch eine Weile durch die Gegend scheuchen. Und den Hirsch. Na, drei Zunderschwamm hat sich ja rentiert. Einbeeren sind auch immer schön. So. Und da sind noch Einbeeren. Wie viele habe ich denn jetzt schon wieder? Ah, 47. Nochmal 4 Einbeersäfte. Sehr schön. Wirselkräuter, Zunderschwamm. Und ja, ich lasse den Zunderschwamm wirklich nicht liegen. Ich will nämlich, würde nämlich gern wissen, für was der Ziegenhirte Zunderschwamm braucht. Oh, und wir sind hinter der Zollfeste. Wie viel Zunderschwamm haben wir mittlerweile eigentlich? 63. Oh, das ist schon eine ordentliche Menge. Noch mehr Zunder. Schnellreisepunkt alte Anlegestelle freigeschalten. Ich wette mein letztes Hemd, dass der Kerl da vorne Phileason ist. Ja, das da ist Phileason. Oder Phileason, wie Quano ihn gerade genannt hat. Das muss doch hier irgendwo sein. Was sucht der Werte? Sehe ich so aus, als wäre mir nach Gesellschaft? Macht, dass ihr Land gewinnt. Okay, er ist ganz Torwaller und will uns gleich wegjagen. Ah, da drüben, das muss es sein. Rennen wir ihm am besten mal hinterher. Sicher ist sicher. Er hat einen schicken Schild, muss ich sagen. Und ja, ich achte auf sein Schild. Ich bin ulkig.
Ein Sphärenriss. Nein, nicht, oder? Jetzt reicht's. Wer seid ihr? Weshalb schnüffelt ihr mir nach? Mein Name ist Breno hier und es ist nicht meine Absicht, euch hinterher zu spionieren. Ach wirklich? Gut. Nehmen wir für einen Moment an, ihr sagt die Wahrheit. Was habt ihr denn hier zu schaffen? Ich traf Moa, euren Bootsmann. Er war um seinen Kapitän besorgt und ich bot an, euch zu suchen. Ich wüsste nicht, weshalb ich euch trauen sollte. Lasst euch nicht einfallen, mir weiter zu folgen, wenn ihr an eurem Leben hängt. Okay, das nehmen wir mal ernst. Ha! Dem Kerl da reinfolgen? Seid ihr verrückt geworden? In das Flimmerding bekommen mich keine 12 Grubenponys. Wenn schon keine 12 Grubenponys, dann vielleicht ein großer Humpen Helles. Ha! Dann musst du schon ein ganzes Fass Helles sein. Versprochen. Aber du musst es auch in einem Zug leeren, Kurzer. Okay, wir haben jetzt einen Sphärenriss gefunden. Welches Geheimnis umgibt Captain Phillison? Es gibt nur einen Weg, dies herauszufinden und mein Versprechen über einen moischen Bootsmann einzulösen. Ich muss ihm durch den Sonderband Sphärenriss folgen. Ja, das machen wir gleich, aber vorher will ich genau diese Schatztruhe hier haben. Aber erstmal in den hohlen Baumstumpf gucken und das Ulmholz daraus einsacken. Und hallo, Schatztruhe. Oh, schon mal 16 Dukaten. Edelsteine für Vorgrim. Eine Goldkette und kleine Stoffballen. Naja, nicht viel, aber etwas. Und damit haben wir wohl das, ja genau, das Quest vermisst abgeschlossen. Jetzt müssen wir wohl oder übel in diesen Sphärenriss. Bleibt uns ja nichts anderes übrig. Vorher aber mal Quick Save. Und rein da. So war es also gekommen, dass wir Phileason durch das magische Tor folgten. Doch was würde uns erwarten? Was war Phileasons Geheimnis? Wir waren fest entschlossen, es herauszufinden und ihn auf seinem Abenteuer beizustehen. Ja, Phileasons Geheimnis, so heißt ja das Eton. Also gut, mal gucken, wo wir hier reingestolpert sind. Wir sind in Ägypten gelandet. Ja, ganz toll. Endlich kann Tishana fallen. Endlich tritt unsere Vorsehung ein. Endlich ist unsere Erlösung nah. Die Mauern bereit zu bersten. Dann wart ihr es, die mir den Weg gewiesen habt. Wo ist die Prinzessin? Ich muss zu ihr. Geduld! Es kann erst beginnen, wenn es beginnt. Was beim... Toll. Wir platzen hier wohl. Sieht er nun? Der erste Schritt auf dem Pfade Urimas ist getan. Wo bin ich hier jetzt reingeraten? Diese Leute sind mir einfach nachgelaufen. Sie haben nichts mit der Sache zu tun. Ja, danke schön. Sie haben alles mit dieser Sache zu tun. Dies wird ihm schon bald gewahr werden. Die sieht komisch aus. Irgendwie erinnert sie mich an die weibliche Version von Saurons Mund, wer die Extended Version von Die Rückkehr des Königs gesehen hat. Genug mit den Rätseln. Weshalb auch immer ihr mir geholfen habt, diesen Ort zu finden, ich bin wegen der Prinzessin hier, nicht wegen eurer wirren Prophezeiungen. Was für eine Prinzessin. Gut. Lassen wir ihn in den Glauben. Um die Prinzessin zu finden, muss er sich auf unsere alten Götter besinnen. Der Bund zwischen Tochter und Vater muss gestärkt werden. Das klingt alles so verwirrend. Ich weiß noch nicht, wie wir das anstellen sollen, aber wir werden es sicher gleich erfahren. Dann mal los. Und ihr? Ich kann es euch ohnehin nicht ausreden, mir zu folgen. Also könnt ihr auch gleich mitkommen. Okay. Ja.
Das ist typisch zwergisch jetzt hier. Tja, da ich mir in den Kopf gesetzt habe, euch euren Bootsmann in einem Schiff zurückzubringen, bleibt mir wohl nichts anderes übrig. Im Heiligtum der Nurti werden Sie die Fragen finden, auf die Sie Antwort wissen werden. Und das Heiligtum werden Sie finden, wenn Sie uns folgen. Okay. Was auch immer ihr sagt nach euch. Irgendwie ist sie mir nicht so sympathisch. Verderbnis und Dürre haben diesen Ort heimgesucht. Die Bande zwischen dem Vater und der Tochter geschwächt. Heilt er diesen Ort, so wirft er den ersten Stein der Unruhe in den See der Starre, lässt beginnen, was enden muss. Ist ja eine Elfe, so wie sie redet. Es wäre viel einfacher, wenn ich lieber zu den Wirren Bildern sprechen würde. In der Tat. Lasst sie nur, der Legende nach ringen alle Orima-Priesterinnen durch ihre Hellsichtigkeit stets um ihren Verstand. Uns wird schon irgendwas einfallen. Auf jeden Fall verlasse ich diesen Ort nicht ohne Fenvariens Tochter. Die klingt wichtig. Wenn der zweite Schritt vollendet werden soll, muss dieser Ort von dem befreit sein, was ihm die Kraft raubt. Erst dann besteht Hoffnung, ihn von Neuem erblühen zu lassen. Okay, wir müssen hier also irgendwas reinigen. Und ein Autosave. Ah ja, Phyllisen ist unser temporärer Begleiter geworden. Davon dürfen wir welche haben. Wir haben das Torvala am großen Fluss abgeschlossen. Besiege die Skarabäen im Nurti-Schrein. Ja. Das dürfte ja nicht, hoffentlich nicht allzu schwierig sein. Nun gut, also arbeiten wir wohl zusammen. Solange es mir hilft, die Prinzessin zu retten, soll es mir recht sein. Es ist uns eine Ehre, dem berühmten Phileason Fogwolf behilflich zu sein. Ja. Fares schleimt sich gleich mal ein und er redet ständig von einer Prinzessin. Aber gut, nun auf gegen die Skarabäen. Wie stark seid ihr? Naja, durchschnittlich. Greifen wir gleich mal Phyllis, Phyllison und die Arme. Jetzt sage ich auch schon Phyllison. Ja. Angriff! Das war eine Aktion, hätte ich eigentlich lieber Ardu bei mir. So, das war die erste Gruppe von Skarabäen. Oh, Chitin. Chitin? Das dürfte wertvoll sein. Oder ist Chitin eine Zutat? Wird gemacht. Skarabäenköpfe. Ja. Wir haben einen Haufen Zeug, was demnächst mal verkauft werden sollte. Was bringt denn ein Skarabäenkopf? Ist eine Zutat. Naja, gut. Weiter zu den nächsten Skarabäen. Was? Aber gleich mal eine Wunde auf Vorgrim. Ja. Okay, Phyllison hat schon mal den ersten Skarabäus ausgeschalten. Ausgeschaltet. Ja. Und noch einen Wuchtschlag, dann dürfte der auch. Oder auch nicht. Kurz sein.
Aber jetzt ist er tot.